Willkommen bei Carnadream. Es ist eine Freude, Sie als unseren Gast zu haben. Wir nehmen Sie gleich auf eine Tour Ihres Wohnmobils mit, damit Sie vor dem Antreten Ihrer Wohnmobilreise vorbereitet und zuversichtlich betreffend aller Eigenschaften im inneren sowie äußeren Bereich des Wohnmobils sind. Sie werden wahrscheinlich der Meinung sein, dass in dem Video viele Informationen enthalten sind. Machen Sie sich aber keine Sorgen. Sie können es sich nochmal anschauen. Sie finden es auf unserer Internetseite der Carnadream Club App und wir werden Ihnen die Links, nachdem Sie den Online-Check-in abgeschlossen haben, per E-Mail zuschicken. Wenn Sie das Wohnmobil abholen, bekommen Sie ein Exemplar unseres detaillierten Gästeführers. Er ist Ihre Anleitung, wenn Sie auf Reise sind, die fast alle Themen betreffend Ihres Wohnmobils, über die Sie denken können, umfasst. Bewahren Sie ihn griffbereit und in einem sicheren Ort auf. Sie bekommen ebenfalls unsere praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Sie benutzen können, um sich, bevor Sie unsere Station verlassen, mit Ihrem Wohnmobil vertraut zu machen. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Abholung Ihres Wohnmobils sämtliche Fragen mit unseren freundlichen Gästebetreuern besprechen. Falls Sie der Meinung sind, dass Sie eine detailliertere Anweisung benötigen, buchen Sie bitte die persönliche Demonstration, die eine 30-minütige detaillierte Demonstration von einem unserer Fachberater bietet. Sie können diesen Service während des Online-Check-ins hinzufügen. Lassen Sie uns anfangen. Erstens erläutern wir kurz die Symbole, die in diesem Demonstrationsvideo verwendet werden. Benötigt Strom. Dieses Symbol deutet an, dass diese Funktion nur funktionieren wird, wenn Ihr Wohnmobil an Landstrom angeschlossen ist. Benötigt Propan. Dieses Symbol deutet an, dass diese Tätigkeit nur mit Propangas funktioniert. Benötigt Batterie. Dieses Symbol deutet an, dass das 12-Volt-Batteriesystem für diese Funktion erforderlich ist. Benutzen Sie eine Wohnmobilentsorgungsstation, Sunnydam. Dieses Symbol deutet an, dass die Tätigkeit nur an einer zertifizierten Wohnmobilentsorgungsstation durchgeführt werden kann. Wir beginnen unsere Demonstration mit einer Außentour des Wohnmobils, beginnend auf der Passagierseite des Wohnmobils. In diesem Video finden Sie Informationen zu unterschiedlichen Wohnmobilmodellen. Daher können Sie während der Tour um Ihr Wohnmobil herum gewisse Unterschiede in der Positionierung mancher Geräte beobachten. Sie werden mehrere externe Features sehen, vor allem den Propantank, Kühlschrank, Heizungs- und Warmwasserboiler-Abzüge, die stets freigehalten werden müssen. Prüfen Sie, ob sich der Wasser-, Schwarz- und Grauwasserschlauch sowie das elektrische Kabel in den Außenfächern befinden. Wir haben den Frischwassertank für Sie gefüllt. Um den Frischwassertank erneut aufzufüllen, nehmen Sie den Frischwasserschlauch aus dem Außenfach und schließen Sie ihn an die Wasserquelle am Campingplatz an. Stecken Sie das andere Ende des Schlauchs in die Frischwasseröffnung und drehen Sie den Wasserhahn auf dem Campingplatz auf. Wenn der Tank voll ist, wird Wasser aus der Frischwasseröffnung am Wohnmobil herausfließen. Drehen Sie den Wasserhahn zu, nehmen Sie den Wasserschlauch raus und schließen Sie den Deckel. Um das Wasser im Frischwassertank zu nutzen, benutzen Sie die Wasserpumpe, die sich auf dem Monitorpanel befindet. Das Wasser im Frischwassertank kann zum Kochen und Putzen benutzt werden. Wir empfehlen, dass Sie Mineralwasser in Flaschen zum Trinken benutzen. Falls Sie Wasser an Ihrem Campingplatz haben, können Sie sich an das Stadtwasser am Campingplatz anschließen und somit das Wasser in Ihrem Tank nicht benutzen. Schließen Sie ein Ende des Frischwasserschlauchs an die Wasserquelle am Campingplatz und das andere Ende an das Anschlussteil an der Seite des Wohnmobils und drehen Sie den Wasserhahn nur teilweise auf. Wenn Sie die Stadtwasserquelle benutzen, schalten Sie die Wasserpumpe auf dem Monitorpanel aus. Der Hauptstromschalter in Ihrem Wohnmobil, auch Battery Disconnect Schalter genannt, befindet sich an der Wohnmobileingangstür und muss sich immer in der On-Position befinden, damit die Wohnmobilbatterie Ihr Wohnmobil mit Strom versorgen kann. Die Lichter in Ihrem Wohnmobil, das Heizungsgebläse und die Kühlschrankkontrollen werden über die Wohnmobilbatterie mit Strom versorgt und funktionieren ebenfalls, wenn Sie nicht an Landstrom am Campingplatz angeschlossen sind. Damit Ihre Klimaanlage die 110 Volt Steckdosen und die Mikrowelle funktionieren, müssen Sie entweder an Landstrom angeschlossen sein oder der Generator muss laufen. Um den Zustand der Batterie zu überprüfen, müssen Sie sich zuerst von der Campingplatzstromquelle trennen und sicherstellen, dass sowohl der Motor als auch der Generator ausgeschaltet sind. Falls der Spannungsmesser auf dem Monitorpanel nicht mindestens 12,2 Volt anzeigt, empfehlen wir, dass Sie die Wohnmobilbatterie aufladen und entweder den Motor oder Generator laufen lassen.
Die Batterie wird sich ebenfalls aufladen, wenn Sie an Landstrom am Campingplatz angeschlossen sind. Das Anschließen des Wohnmobils an Elektrizität am Campingplatz ist einfach. Nehmen Sie das Stromkabel aus dem Wohnmobil. In manchen Wohnmobilen ist das Kabel bereits an das Wohnmobil angeschlossen. Falls nicht, stecken Sie ein Ende in die Steckdose am Wohnmobil rein und drehen Sie dann den Ring, damit das Kabel befestigt ist. Falls sich auf dem Campingplatz am Strommast ein Leistungsschalter befindet, schalten Sie ihn auf die Off-Position. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an dem Campingplatz Strommast an und falls notwendig, schalten Sie den Leistungsschalter auf die On-Position. Das Stromkabel hat einen Stecker für einen 30-Ampere-Service. Falls ein 30-Ampere-Service nicht verfügbar ist, benutzen Sie den 15-Ampere-Adapter. Ein 15-Ampere-Service wird eine gleichzeitige Verwendung der Geräte im Wohnmobil limitieren. Um Stromausfällen vorzubeugen, benutzen Sie nur ein elektrisches Gerät auf einmal. Die genaue Kraftstoffsorte finden Sie auf der Tankklappe. Tanken Sie Ihr Wohnmobil nur mit Benzin. Überprüfen Sie jedes Mal die Pumpe, wenn Sie an der Tankstelle sind, um zu tanken, um sicherzustellen, dass die Kraftstoffsorte den Anweisungen auf der Tankklappe entspricht. Falls eine falsche Kraftstoffsorte benutzt wird, sind Gäste für sämtliche Kosten, die dadurch entstehen, verantwortlich. Die Abfallstoffe aus der Toilette, Spülbecken und Dusche sammeln sich in den Haltetanks unter dem Wohnmobil. Sie sollten diese Tanks nur entleeren, wenn sie mindestens halb voll sind. Sie können den Füllstand der Tanks auf dem Monitorpanel im Wohnmobil überprüfen. Wenn Sie auf den grauen Knopf drücken, sehen Sie den Füllstand des Grauwassertanks. Und wenn Sie auf den schwarzen Knopf drücken, sehen Sie den Füllstand der Toilettenabfälle. Entleeren Sie die Tanks nur an zugelassenen Wohnmobilentsorgungsstationen, Sanidumps. Nehmen Sie den Abfallschlauch aus dem Außenfach. Entfernen Sie die Staubkappe vom Ablassrohr und befestigen Sie den Ablassschlauch am Ablass. Sie müssen den Schlauch drehen, um sicherzustellen, dass er fest befestigt ist. Legen Sie das andere Ende des Schlauchs in das Entsorgungsloch, Sanidump. In manchen Wohnmobilen ist der Ablassschlauch permanent am Wohnmobil befestigt. In diesem Fall brauchen Sie nur das entgegengesetzte Ende ins Entsorgungsloch zu stecken. Entleeren Sie immer den Schwarzwassertank zuerst. Ziehen Sie am schwarzen Griff. Wenn der Schwarzwassertank leer ist, spülen Sie die Toilette mit einem Eimer frischem Wasser, um den Schwarzwassertank auszuspülen. Wenn kein Wasser mehr herauskommt, schließen Sie den Griff zum Schwarzwassertank. Ziehen Sie am grauen Griff. Wenn der Grauwassertank leer ist, halten Sie den Schlauch dort, wo er an das Wohnmobil angeschlossen ist, nach oben und schütten Sie die Reste im Schlauch zum anderen Ende des Schlauchs, der sich im Entsorgungsloch befindet. Somit stellen Sie sicher, dass sich kein Abfall im Schlauch mehr befindet. Schließen Sie das Grauwasserventil. Entfernen Sie den Schlauch und legen Sie ihn wieder in das Außenfach und befestigen Sie die Staubkappe auf dem Ablassrohr. Werfen Sie eine Toilettenchemikalie in die Toilette und spülen Sie die Toilette mit reichlich Wasser. Wiederholen Sie diesen Prozess jedes Mal, wenn Sie die Abfalltanks entleeren. Beachten Sie, dass manchmal die Grau- und Schwarzwassertankleuchten auf Ihrem Monitorpanel den Füllstand falsch angeben können. Die Abfallsensoren können durch Materialien, die sich in den Tanks befinden, beeinträchtigt werden. Wir empfehlen, dass Sie den Gebrauch beobachten und die Tanks alle 2 bis 3 Tage entleeren. Um Blockaden an den Sensoren vorzubeugen, spülen Sie die Toilette immer mit reichlich Wasser. Nutzen Sie nur Toilettenpapier, welches speziell für Wohnmobile vorgesehen ist. Mehrlagige Toilettenpapiere können zu Verstopfungen führen. Gießen Sie niemals Fett, Öl, Kaffeebohnen oder andere Essensreste in das Spülbecken oder in die Toilette. Gäste sind für sämtliche Reparatur- oder Entleerungskosten, die aufgrund von verstopften Tanks entstanden sind, verantwortlich. Falls das Wohnmobil an der Kanalisation am Campingplatz angeschlossen ist, müssen die Tankgriffe geschlossen bleiben, damit die Tanks sich füllen können. Ihr Propangastank liefert Treibstoff an Ihre Herdplatte, den Warmwasserboiler und die Wohnmobilheizung und in manchen Fällen den Kühlschrank und das Gefrierfach. Der Tank befindet sich draußen am Wohnmobil. Er ist voll, wenn Sie das Wohnmobil abholen und Sie können ihn leer zurückbringen. Den ungefähren Füllstand des Propantanks finden Sie auf der Anzeige am Propantank. Beachten Sie, dass eine Kapazität von 80% bedeutet, dass der Tank voll ist, um Platz für Gasausdehnung zu lassen. Falls Sie den Tank auffüllen müssen, begeben Sie sich bitte zu einer Tankstelle, die Propan verkauft und lassen Sie einen der Mitarbeiter Ihren Tank auffüllen. Die Kosten für die Auffüllung des Propangastanks trägt der Gast.
Das Propangassystem wurde so entworfen, dass Sie mit einem offenen Propangastankventil reisen können. Bevor Sie Ihr Wohnmobil tanken oder auf eine Fähre fahren, schließen Sie bitte das Propangastankventil. Alle Geräte, die auf Propan funktionieren, müssen während der Wohnmobilfahrt ausgeschaltet sein. Sie haben nun die Außenseite Ihres Wohnmobils gesehen. Nun ist es an der Zeit, in die Fahrerkabine reinzuschauen. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz und passen Sie den Spiegel so an, dass Sie alles, was außerhalb des Wohnmobils ist, sehen können. Passen Sie die Fahrerposition jedes Mal neu an, wenn eine andere Person das Wohnmobil lenkt. Es ist wichtig, dass Sie bequem sitzen und in einer passenden Position, um die volle Kontrolle über das Wohnmobil zu haben. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit den Kontrollleuchten, Anzeigen, Lichtern, Scheibenwischern und Temperaturkontrollen etc. vertraut zu machen. Finden Sie den Aufkleber auf dem Armaturenbrett, auf dem die Höhe Ihres Wohnmobils angegeben ist. Finden Sie den Tow-Haul-Schalter. Dieser Schalter legt die Motorbremse ein, wenn Sie einen steilen Berg herunterfahren, damit die Wohnmobilbremsen nicht übermäßig gebraucht werden. Ihr Wohnmobil hat ein automatisches Getriebe. Bevor Sie einen Gang schalten können, müssen Sie Ihren rechten Fuß auf die Bremse legen. Dieser Fuß wird ebenfalls das Gaspedal betätigen, sodass sich Ihr linker Fuß während der Fahrt komplett ausruhen kann. Das Pedal ganz links ist die Parkbremse. Um die Parkbremse anzuziehen, drücken Sie das Bremspedal mit Ihrem linken Fuß nach unten. Um die Parkbremse zu lösen, ziehen Sie den Hebel Brake Release auf der linken Seite der Fahrerkonsole nach oben. Schauen wir jetzt nach drinnen. Betreten Sie das Wohnmobil durch die Wohnmobiltür auf der Passagierseite. Wenn Sie drinnen sind, lokalisieren Sie den Battery Disconnect Schalter an der Stufenseite, der als Hauptkontrollschalter für die Zufuhr von Strom zu Ihrem Wohnmobil fungiert. Dieser Schalter muss auf der On-Position sein, damit die Wohnmobilbatterie Strom an Ihr Wohnmobil liefern kann. Lokalisieren Sie die Position der Solarkontrollen, Außenlichtschalter, Innenlichtschalter, Monitorpanels und der Heizung und Klimaanlage. Es ist wichtig, das Wohnmobil zu lüften, wenn Propangeräte benutzt werden. Öffnen Sie immer ein Fenster bzw. Luftschacht oder nutzen Sie immer die Dunsthaube, wenn Sie die Herdplatte anschalten. Benutzen Sie das Feuerzeug, um die Herdplatte anzumachen. Drücken Sie auf den Zünder und positionieren Sie das Feuerzeug mit der Flamme über die Herdplatte, die Sie anschalten möchten. Drücken Sie auf den Knopf und drehen Sie ihn auf die Light-High-Position und regulieren Sie dann die Flamme je nach dem gewünschten Level. In Ihrem Gästeführer finden Sie Anweisungen zum Anschalten des Ofens. Bitte beachten Sie, dass Ihr Wohnmobil mit einer Konvektionsmikrowelle anstatt eines Ofens ausgestattet sein kann. In Ihrem Gästeführer finden Sie Anweisungen zum Anschalten der Konvektionsmikrowelle. Ihr Wohnmobil kann mit einem Kühlschrank ausgestattet sein, welcher sowohl auf Elektrizität und Propangas läuft, oder mit einem Kühlschrank, der nur auf 12-Volt-Batterie läuft. Damit der Kühlschrank auf Propangas funktioniert, stellen Sie sicher, dass das Propangasventil aufgedreht ist. Drücken Sie auf den On-Off-Knopf, der sich auf der Anzeige oben am Kühlschrank befindet. Drücken Sie auf den Gasknopf und die Autokontrollleuchte wird aufleuchten. Das Auto-Feature ermöglicht es dem Kühlschrank, zwischen Propangas und Elektrizität umzustellen, wenn das Wohnmobil an 110 Volt angeschlossen ist. Um die Temperatureinstellung anzupassen, schieben Sie den Plastikstreifen auf den Kühlrippen im hinteren Teil des Kühlschranks. Eine Verschiebung des Streifens nach oben wird die Temperatur um ca. 1 bis 2 Grad Celsius innerhalb von 30 Minuten verringern. Falls Ihr Kühlschrank nur auf 15 Volt funktioniert, öffnen Sie die Tür und finden Sie die Temperaturkontrollleuchte. Drücken und halten Sie den Set-Schalter 10 Sekunden lang, bis das Licht aufhört zu blinken und fest leuchtet. Nun ist der Kühlschrank angeschaltet. Um den Kühlschrank auszuschalten, drücken und halten Sie den Set-Knopf 10 Sekunden lang, bis das Licht wieder blinkt. Um die Kühlschranktemperatur zu kontrollieren, drücken Sie auf den Set-Knopf und wählen Sie die gewünschte Temperatur zwischen 1 und 5. Bei beiden Kühlschranktypen dauert es bis zu 6 Stunden, bis sich der Kühlschrank abkühlt. Sie müssen gegebenenfalls auch die Temperatur des Gefrierfachs anpassen. Um dies zu tun, drehen Sie den Schalter nach links und warten Sie, bis sich das Gefrierfach abkühlt, bevor Sie die Temperatur anpassen. Der Kühlschrank, das Gefrierfach, wird gegebenenfalls nicht richtig funktionieren, wenn das Wohnmobil nicht auf einer ebenen Fläche steht.
Die Heizung funktioniert auf Propangas, aber benutzt ein Gebläse, das über die Wohnmobilbatterie angetrieben wird und die Luft innerhalb des Wohnmobils zirkuliert. Um die Heizung anzuschalten, drücken Sie einmal auf den On-Off-Schalter. Drücken Sie dann auf Mode, bis die Heat-Kontrollleuchte angezeigt wird. Drücken Sie dann auf den Fan-Knopf, bis die Autokontrollleuchte angezeigt wird. Drücken Sie auf die Temp-Pfeiltasten, um die Temperatur auszuwählen. Drücken Sie gleichzeitig auf den Temp-Down-Pfeil und Fan-Knopf, um das Display zwischen Celsius und Fahrenheit zu ändern. Bevor Sie mit dem Wohnmobil losfahren, müssen Sie die Heizung ausschalten. Um die Klimaanlage anzuschalten, drücken Sie einmal auf den On-Off-Knopf. Drücken Sie auf den Mode-Knopf, bis die Cool-Kontrollleuchte angezeigt wird. Drücken Sie auf den Fan-Knopf, bis die Autokontrollleuchte angezeigt wird. Drücken Sie auf die Temp-Pfeiltasten, um die Temperatur auszuwählen. Drücken Sie gleichzeitig auf den Temp-Down-Pfeil und Fan-Knopf, um das Display zwischen Celsius und Fahrenheit zu ändern. Wenn die Klimaanlage angeschaltet ist, kann es dazu kommen, dass Wasser vom Wohnmobil darunter läuft. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Das ist Kondenswasser, was abläuft, und dies ist normal. An der Wohnmobiltoilette befindet sich ein Spülhebel, der sich hinter dem Deckel befindet, oder ein Fußpedal, das sich unten an der Toilette befindet. Bevor Sie die Toilette zum ersten Mal nutzen und jedes Mal, wenn Sie den Schwarz- und Grauwassertank entleeren, geben Sie eine Toilettenchemikalie hinzu und spülen Sie die Toilette mit einem Eimer voll Wasser. Benutzen Sie nur Toilettenpapier, welches für Wohnmobile vorgesehen ist, und benutzen Sie viel Wasser zum Spülen der Toilette. Schmeißen Sie nie Küchenpapier, Kosmetiktücher, Slip-Einlagen oder Windeln in die Toilette, da Sie das Abflussrohr verstopfen werden und man wird die Toilette nicht mehr nutzen können. Versuchen Sie nie, die Toilette mit ätzenden Chemikalien zu entstopfen. Dies wird den Toilettenmechanismus zerstören. Im Badezimmer befindet sich ebenfalls ein Waschbecken und eine Dusche. An der Dusche kann sich ein Wassersparknopf befinden. Nachdem Sie die Wassertemperatur am Hahn einstellen, benutzen Sie den Wassersparknopf, um während des Duschvorgangs das Wasser ein- oder auszustellen. Somit können Sie den Wasserverbrauch im Wohnmobil reduzieren. Falls kein Wasser aus der Dusche fließt, wurde die Wasserspartaste vielleicht betätigt. Drücken Sie sie erneut, damit das Wasser anfängt zu fließen. Das Monitorpanel zeigt den ungefähren Füllstand von den Frischwasser-, Grau- und Schwarzwassertanks und dem Propangastank. Auf dem Monitorpanel können Sie ebenfalls den Zustand Ihrer Batterie überprüfen und die Wasserpumpe ein- und ausschalten. Auf dem Monitorpanel befindet sich ebenfalls der Schalter für den Generator, den Slide-Out und der Schalter für den Warmwasserboiler. Um den ungefähren Füllstand des Frischwassertanks zu prüfen, drücken Sie auf den Fresh-Water-Tank-Schalter und halten Sie ihn nach unten. Die Lichter zeigen den Tankstand an. Das Monitorpanel dient nur Ihrer Orientierung und die Leuchten geben nur die ungefähren Füllstände an. Beachten Sie, dass manchmal die Grau- und Schwarzwassertankleuchten auf Ihrem Monitorpanel den Füllstand falsch angeben können. Die Abfallsensoren können durch Materialien, die sich in den Tanks befinden, beeinträchtigt werden. Dies kann zu falschen Angaben auf dem Monitorpanel führen. Die Schalter für den Warmwasserboiler befinden sich auf dem Monitorpanel. Wenn Sie an Landstrom angeschlossen sind und der elektrische Warmwasserboilerschalter an ist, erwärmt sich das Wasser durch Elektrizität. Wenn Sie nicht an Landstrom angeschlossen sind, erwärmt sich das Wasser durch Propan. Um Wasser mit Hilfe von Propan zu erwärmen, drücken Sie den Gas-Warmwasserboilerschalter auf die On-Position. Man braucht ziemlich viel Strom, um das Wasser über Elektrizität zu erwärmen. Daher vermeiden Sie es gleichzeitig, die Klimaanlage, Mikrowelle und den Warmwasserboiler zu benutzen, da die Sicherungen im Wohnmobil oder am elektrischen Mast am Campingplatz rausfallen können. Sie können das Wasser ebenfalls mit Propan erwärmen, auch wenn Sie an Elektrizität angeschlossen sind. Bitte beachten Sie, dass es ungefähr 20 Minuten dauert, bis sich ein voller Tank Wasser erwärmt. Der Warmwasserboilerschalter muss vor der Abfahrt ausgeschaltet sein. Der Slide-Out wird nur funktionieren, wenn der Motor läuft und die Parkbremse eingelegt ist. Stellen Sie vor dem Rausfahren des Slide-Outs sicher, dass sich draußen keine Gegenstände befinden. Bevor Sie den Slide-Schalter drücken, fahren Sie den Fahrersitz ganz nach vorne. Wenn sich der Slide-Out bewegt, sollte sich niemand in diesem Bereich befinden. Um den Slide-Out herauszufahren, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Slide-Schalter.
Drücken und halten Sie Out auf dem Schalter, bis der Motor entweder anhält oder Sie ein Klicken hören. Der Slide-Out sollte entweder immer vollständig herausgefahren sein oder vollständig zurückgezogen. Er sollte niemals zur Hälfte herausgefahren sein. Bevor Sie den Slide-Out-Raum einfahren, vergewissern Sie sich, dass der Boden und der Raum um den Slide-Out herum frei ist. Schieben Sie den Fahrersitz ganz nach vorne. Halten Sie die Taste In am Slide-Schalter gedrückt, bis der Motor stoppt oder ein Klickgeräusch zu hören ist. Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte die Anweisungen neben dem Slide-Schalter. Wenn das Wohnmobil geparkt ist und kein Strom am Campingplatz verfügbar ist, kann der Generator die Steckdosen, Wohnmobil, Klimaanlage, Mikrowelle, Fernseher und DVD-Player mit Strom versorgen. Die Wohnmobilbatterie muss vollständig geladen sein, damit der Generator anspringt. Es kann durchaus notwendig sein, erst den Motor anzuschalten, damit genügend Energie für die Erstinbetriebnahme vorhanden ist. Bevor Sie den Generator anschalten, stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage und Mikrowelle aus sind und dass keine Geräte an die Steckdosen angeschlossen sind. Der Generatorschalter befindet sich auf dem Monitorpanel. Falls der Generator kalt ist, drücken und halten Sie den Schalter Stop Prime, bis sich das Generatorlicht anschaltet. Drücken und halten Sie den Startschalter, bis der Generator anspringt. Um den Generator auszuschalten, drücken Sie auf den Stoppschalter. Der Generator darf nicht während der Wohnmobilfahrt laufen. Überprüfen Sie den Kraftstofftank, bevor Sie den Generator anschalten. Der Generator nimmt ca. 4 Liter Kraftstoff pro Betriebsstunde. Die Kraftstoffversorgung teilt sich der Generator mit dem Wohnmobilmotor und der Kraftstofftank muss mindestens ein Viertel voll sein, damit der Generator läuft. Es gibt eine stündliche Gebühr für die Benutzung des Generators. Falls Sie das Platinum-Paket gekauft haben, können Sie den Generator unbegrenzt nutzen. In manchen unserer SVC- und MHX-Modelle muss der elektrische Stecker in die Steckdose im Elektrofach angeschlossen sein, damit der Wohnbereich im Wohnmobil mit Strom versorgt ist. Falls irgendwelche elektrischen Geräte nicht funktionieren, wenn der Generator läuft, überprüfen Sie erst, ob der Stecker in der Steckdose steckt. Ihr Wohnmobil hat entweder eine S-Ecke in U-Form oder in Form von zwei gegenüberliegenden Bänken. Beide können in ein Bett umgewandelt werden, auf dem entweder ein Erwachsener oder zwei kleine Kinder schlafen können. Falls Sie eine S-Ecke in U-Form haben, drehen Sie den Verriegelungsknopf nach links, um den Tisch vom Bein zu lösen. Ziehen Sie die Tischplatte langsam nach oben, um sie vom Tischbein zu separieren. Legen Sie die Tischplatte beiseite. Nehmen Sie das Tischbein mit einer sanften Bewegung aus der Bodenbefestigung heraus und legen Sie es ab. Legen Sie die Tischplatte auf die Schienen in der S-Ecke. Legen Sie die Kissen auf die Tischplatte und machen Sie ein Bett daraus. Falls Sie eine S-Ecke in Form von zwei gegenüberliegenden Bänken haben, ist der Tisch an der Wand befestigt. Lokalisieren Sie den Verriegelungshebel unter dem Tisch und ziehen Sie ihn. Drücken Sie die Tischplatte nach unten, damit sie in einer Linie mit den Bänken ist. Falls der Tisch keinen Hebel hat, müssen Sie die Tischplatte nach oben ziehen, damit sie sich von der Wand löst und dann vorsichtig nach unten drücken, damit sie in einer Linie mit den Bänken ist. Legen Sie die Kissen auf die Tischplatte und machen Sie ein Bett daraus. Um den Tisch mit dem Hebel zurück in seine originale Position zu bringen, ziehen Sie die Tischplatte nach oben und verriegeln Sie sie. Um den Tisch ohne Hebel in seine originale Position zu bringen, ziehen Sie die Tischplatte nach oben, passen Sie das Tischscharnier an das Wandscharnier an und bringen Sie den Tisch nach unten, sodass die Tischplatte flach liegt. Wenn Ihr Wohnmobil Betten im Alkoven hat, sehen Sie einen zurückgeklappten Verschluss, der einen einfachen Zugang in den Alkoven ermöglicht. Wenn Sie das Bett benutzen oder wenn Sie nachts parken, sollte dieser Verschluss geschlossen bleiben. Somit können Sie dann ganz einfach den Vorhang für mehr Privatsphäre an der Kante des Alkovens befestigen. Den Vorhang finden Sie in einem der oberen Schränke. Benutzen Sie die Leiter, um in die Alkovenbetten zu steigen. Wir möchten, dass Sie sicher in Ihrem Wohnmobilurlaub sind. Im Wohnmobil befindet sich ein batteriebetriebener Rauchmelder, ein Feuerlöscher und eine Kombination aus Kohlenmonoxiddetektor und Propangasdetektor, die dazu vorgesehen sind, gefährliche Gasniveaus im Wohnmobil zu entdecken und Sie über diese zu alarmieren. Um nähere Informationen zu den Sicherheitssystemen zu erfahren, lesen Sie bitte den Gästeführer.
Ohne eine Heckscheibe müssen Sie auf Ihre Spiegel vertrauen, um zu sehen, was sich hinter Ihnen befindet. Wann immer Sie rückwärts fahren, sollte hinten am Wohnmobil eine Person stehen, die Ihnen den Weg weisen kann. Wir nennen diese Person Spotter. Sie sollten imstande sein, diese Person im Seitenspiegel zu sehen, und diese Person sollte Sie sehen können. Sie sollte Handsignale verwenden, wenn Sie rückwärts fahren. Viele Schäden entstehen, wenn Gäste rückwärts fahren, und sie könnten mit Hilfe eines Spotters vermieden werden. Bevor Sie sich mit dem Wohnmobil auf den Weg machen, machen Sie einen letzten Rundgang, um zu prüfen, ob die Schwarzwasser- und Grauwassertankventile geschlossen sind, der Deckel auf dem Ablassventil befestigt ist und alle Außenstaufächer geschlossen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Sie diese Demonstrationstour genossen haben. Wir wissen, dass die Informationen umfangreich sind, vor allem wenn Sie zum ersten Mal mit einem Wohnmobil reisen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie können sich das Video nochmal anschauen und Sie finden all diese Informationen ebenfalls in unserem Gästeführer, den Sie bei der Wohnmobilabholung bekommen werden. Bei Fragen greifen Sie immer zuerst zum Gästeführer. Es bleibt uns noch übrig, Ihnen einen schönen und sicheren Urlaub zu wünschen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Entdeckung Kanadas in Ihrem eigenen Tempo.